Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Transport FIFA 2, dem Transportsimulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir hier den Eisenerztransport soweit vorangetrieben. Hier, der Zug ist schon immer wieder voll. Bei dem anderen dauert es irgendwie noch ein bisschen. Vielleicht sind die auch zu nah beieinander. Vielleicht habt ihr da nochmal eine Idee, wie wir das fixen können. Der ist auf jeden Fall voll und macht auch ordentlich Einnahmen. Wobei der andere, der hier vorne fährt, nicht wirklich voll ist. 153.000 macht der jetzt. Wir gucken mal, was der andere soweit macht. Und wir haben auch zwei Schiffe auf die Strecke gebracht. Das sah auf jeden Fall auch schon mal ganz cool aus. Wo ist denn der anderer Zug jetzt hier? Sehe ich den jetzt nicht? Ach, guck mal, der kommt gerade eingefahren. Da ist er schon. So. Wir gucken mal, was der so an Einnahmen macht, weil der ist richtig voll. Boah, 3,2 Millionen. Also mittlerweile lohnt sich das hier auch. Aber das andere Bergwerk produziert irgendwie nicht. Ich denke mal, das hat damit auch zu tun, dass wir hier noch nichts versandt haben. Ne? Ihr seht, das läuft langsam an. Und den Stahl brauchen wir auf jeden Fall in der Warenfabrik, also sprich hier unten. Darum werden wir uns auch noch kümmern. Und was wir mal so ein bisschen beobachten wollen ist, wie sich denn so der Schiffsverkehr hier entwickelt hat. Da wartet auch wieder eine Person. Ne? Hier haben wir Duisburg-Hafen. Und da wird jetzt hier rumgefahren. Ich glaube, das rentiert sich nicht auf Dauer, weil das viel zu langsam ist. Vielleicht sollten wir das doch mal durch die Luftkissenboote da mal ersetzen. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben. Ich finde es auf jeden Fall ganz nett, dass hier jetzt noch so ein paar Schiffe rumfahren. Hier haben wir den Holztransport. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und hier vorne haben wir ja eine Person, die von A nach B fährt. Ob das jetzt sinngerecht ist oder ja, ob das jetzt Sinn macht, sei jetzt mal dahingestellt. Hier wartet auch wieder eine Person. Also viele werden damit wahrscheinlich nicht fahren. Viele werden wahrscheinlich eher hier mit dem Flugzeug unterwegs sein. Aber ich fand es echt eine coole Sache und deswegen habe ich es einfach mal so gelassen. So, als nächstes müssen wir auf jeden Fall hier mit dem Zug auf jeden Fall vom Stahlwerk Stahl hierher transportieren. So, und später dann werden wir, hier haben wir ja Öl, ne, guck mal, hier haben wir Öl. Das können wir auch durch die Stadt fahren, aber das werden wir mit Zug machen. Also diese, oder wir machen hier Öl, guck mal, das ist viel kürzer. Öl. Wobei, da hätten wir auch Kunststoff, ne? Das wird viel schneller gehen. Oder? Mal gucken. Also meine Idee war jetzt, hier die beiden Ölquellen anzuzapfen, das hier in Öl umzuwandeln und dann das Öl von hier nach da zu transportieren und dann hier außenrum, richtig schön hier hinten rum, hinter Köln vorbei, dann hier hin zu liefern. Hier hätten wir auch noch eine Ölquelle, aber keine Raffinerie in der Nähe, ne? Deswegen lassen wir das mal lieber. Was wir heute machen wollen, ist auf jeden Fall Stahl hier hin liefern und hier brauchen wir dann also viergleisigen Güterbahnhof, den wir auf jeden Fall so bauen können. Ich baue den mal ganz lang. Vielleicht brauchen wir den irgendwann nochmal in voller Länge, man weiß es nicht. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen, ob das dann irgendwann auch mal klappt. So, das hier ist Köln Warenfabrik. Köln-Warenfabrik. Die ersten beiden Gleise werde ich nutzen, um Stahl zu transportieren. Deswegen habe ich mir auch die Strecke hier soweit freigelassen. Ne, die innere hier. Das heißt, hier wird jetzt der Stahl produziert. Da geht's los. Guck mal. Das wird jetzt auch bald dann nach oben pushen. Und dann bauen wir dort mit der äußeren Linie hier auf jeden Fall die Stahlproduktion auf. So. Das heißt, wir werden da hier rüberfahren. Da stören wir keinen. Och, es gibt wieder neue Fahrzeuge. Ach, guck mal hier. Ach, schick. Oha. Guck mal, ganz viele tolle 17 neue Fahrzeuge sind verfügbar. Sieht auf jeden Fall optisch schon mal sehr, sehr gut aus.
So, dann würde ich sagen, dass die hier einfahren. Wir fahren dann hier rüber. So. Zum Stahlwerk. Ich denke mal, das passt soweit. Da könnten wir vielleicht hier so rumfahren, ne? Okay, warte mal, dann bauen wir ein bisschen anders. Da habe ich nämlich eine andere Idee. So. Biegen wir da mal ein bisschen ab, weil dann haben wir noch ein bisschen mehr Parallelbetrieb hier. Da können wir dann auf jeden Fall kurz gucken, wo das Ganze denn rüber geht. Bauen wir das mal schön parallel hier. Da können wir nämlich hier auch wieder ein Gleis hinbauen, sodass wir nämlich dieses Straßendepot hier auch auf jeden Fall nutzen können. So, und der hier fährt nämlich hier lang. Sehr gut. Ja, okay. Den setzen wir mal bis hier so hin. So, dann schließen wir jetzt nämlich hier direkt ans Stahlwerk an. Das geht wieder nicht. Warum auch immer. Weil ich wahrscheinlich nicht das Gleis getroffen habe, ne? Ja. So. Das ist der hier. Und der. Den bauen wir dann mal hier so hin. Sehr gut. So, dann haben wir das nämlich hier auch angeschlossen. Da oben werden auch noch später weitere Züge fahren, denn wir werden noch weitere Strecken bauen hier von Köln aus. Der soll dann nämlich darüber fahren. Kriegen wir das hin? Jo. So, jetzt brauchen wir noch ein paar jeweilige Signale. So, okay. Das passt auf jeden Fall. Das kommt ja dann hier rum. Das passt auch. Komm, bauen wir hier nochmal ein, zwei Signale hin. Da könnten wir sogar wollen wir zwei Züge fahren lassen oder erstmal ein? Ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall eine neue Strecke. Und zwar soll der hier zum Stahlwerk fahren. Und vom Stahlwerk aus soll der auf jeden Fall hier hinfahren. So, bedeutet beim Stahlwerk natürlich logischerweise Stahlladen. Und bei der Warenfabrik soll natürlich das hier machen. So, gucken wir mal kurz. Das passt. Sieht sehr gut aus. So, Zug, Stahl, Köln. So, das haben wir soweit fertig. Lass uns nochmal kurz die Strecke kontrollieren hier. Wir sollten hier auf jeden Fall. Wo ist ein Zug? Stahl Köln, ne? So heißt es, glaube ich, ne? Ja, da. Das sollten wir auf jeden Fall auf Gleis. Ach, das geht gar nicht, okay. Warte mal, das war 2. Ah ja, so. Kriegen wir das zweispurig hin hier? Okay. Das kommt auch auf 2. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es zweispurig, ne? Jo. Das passt soweit. Sehr gut. Jetzt können wir wieder hier das Depot nutzen. Wir werden hier wieder ein neues Fahrzeug kaufen. Nehmen wir auch wieder elektrischen Zug.
sind wir mal hier in den Signalrouten. Ja, komm, nehmen wir den hier. Und dann nehmen wir mal Cargo. 120. Haben wir noch einen größeren? Nee, das sind für andere Waren. Die Rungenwagen. Haben wir so 104. Kaufen wir erstmal einen Zug. Und schicken den erstmal auf die Strecke. Zug Stahl Köln. So. Der fährt nämlich jetzt hier erstmal raus. Da ist er nämlich. Und fährt dann hier auf die Strecke. Der hat auf jeden Fall eine andere Kameraperspektive, wie ihr seht. Der fährt jetzt rückwärts zum Stahlwerk. Und ist schon sehr fix unterwegs, ne? Man sieht's. Jetzt kommt er hier auf die Trasse. Und da bin ich mal gespannt, wie viel Stahl er denn liefert. Oh, guck mal, da liegt schon einiges an Stahl, ne? So. Da kommt Kohle. Ja, guck mal. 13 Einheiten hat er schon. Sieht schon mal ganz gut aus. Ah, ich finde das klasse hier, wenn so viele Züge fahren, ne? Ich finde das echt sehr, sehr schick. So, jetzt fährt er hier bis zur Warenfabrik durch. Geht er jetzt hier gleich ein bisschen rechts ab. Am Kölner Hauptbahnhof vorbei. Hier bremst er mal kurz ein bisschen ab. Und dann geht es hier hinten zur Warenfabrik. Und von dort aus geht es dann später, wenn wir auch die Kunststoffe haben, dann rüber in die Stadt. So, und mal gucken, wie viel Geld wir denn da verdienen. Boah, sind schon mal 200... ein paar kaputte. Also ist schon ein bisschen was, was wir verdienen. 200.000 knapp. Das rentiert sich natürlich erst, wenn wir hier den Verkehr soweit aufgebaut haben. Hier brauchen wir jetzt noch Kunststoffe. Ne? 13 haben wir jetzt auf Lager. Das muss ich natürlich erstmal einpendeln. So, dann haben wir das schon mal. Wie sieht's hier aus? Hier, glaube ich, passt das soweit, ne? Ich guck mal kurz mit der Produktion. Ja, das sieht tipptopp aus. Ja, das passt. Sehr gut. Stahl wartet hier auch schon. 16 Stück. Das geht auf jeden Fall. Jetzt gucken wir noch mal nach den Eisenerzproduktionen. Hier vorne ist mittlerweile auch was. Hier hinten auch einiges. Also das pendelt sich mittlerweile auch ein. Stahlproduktion wird auf jeden Fall erhöht werden. Das sieht auch schon mal recht gut aus. So, die Schifffahrt macht natürlich gar keinen Sinn hier, aber ich finde es einfach schön mit den Schiffen hier. Deswegen lassen wir das einfach. Ja, ist halt keiner drin, aber naja. Hier wartet auch nicht wirklich niemand. Ja, eine Person immer. Und für eine Person das Ganze fahren zu lassen. Oh, hier haben wir sogar schon zwei drin. Naja, okay, mal gucken. Beobachten wir einfach mal. Ist auf jeden Fall mal echt ein cooles Experiment. Was wir machen könnten, wäre, wir können natürlich auch alles hier produzieren und können das dann per Schiffe. Nee. Ich glaube, Zug ist schneller, ne? Ja, Zug ist schneller als Schiffe. Apropos Schiffe, wartet mal. Wo sind die anderen Schiffe? Warte mal. Schiff, Schiff, Schiff. Ich glaube, die könnten wir mal austauschen, ne? Wo waren denn die Schiffe jetzt hier? Bin ich El Blindo? Ah, da, Schiff Holz. Das ist nur die Linie. Fahrzeuge, warte mal, Schiff Holz. Ich glaube, die sind mittelmäßig nur noch. Okay, die tauschen wir mal aus. Cargo. Gibt es, glaube ich, auch schon schnellere, ne? Guck mal. Jo, die tauschen wir mal aus. Da haben wir ein paar neue Schiffe nämlich hier auf der Strecke. Guck mal. Die fahren auch auf jeden Fall schon mal schneller. Aber man könnte natürlich von Magdeburg von hier oben einmal hier rumfahren. Aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich denke, mit dem Zug ist besser. Das geht dann auf jeden Fall schneller.
So, gucken wir mal hier, wo der Zug ist. Ja, 26, also steigert sich langsam. Ja, hier fährt der Personenzug lang. Sieht auf jeden Fall auch schon mal recht schick aus. Ja, es passt. So, okay. Dann wird hier natürlich ein bisschen mehr produziert. Da müssen wir einfach mal ein bisschen warten. Ansonsten, die anderen Produktionen laufen auf jeden Fall. Ja, hier kommt der andere Interregio hier mal lang gefahren. So, hier fährt gleich in Mönchengladbach ein. Hier haben wir den Zopf. Der ist auch relativ, ja, einigermaßen vernünftig besucht. 7 Fahrgäste haben wir hier in dem Bus. Da müsste auch gleich der Gegenläufer kommen. Da ist er nämlich. Der fährt dann jetzt gleich hier lang. Und dann ein Stückchen weiter hinten fahren dann dort die ganzen Güterzüge. Ich würde sagen, wir gucken uns das hier mal an. Ah, jetzt haben wir wieder diese doofe Endsicht. Das finde ich eigentlich echt schade. So, fahren wir mit dem mal mit. Gehen mal auf Fahrgeschwindigkeit Nummer 2. Und werden mal kurz hier ein Stückchen durch den Tunnel fahren. Gucken uns die Trasse mal an. Vielleicht begegnen wir noch den einen oder anderen Güterzug auf der anderen Seite. Ja, sieht natürlich jetzt nicht so toll aus. Müssen wir kurz warten, bis wir hier durch sind. So, guck mal. Hier haben wir die große Gütertrasse mit dem großen Güterbahnhof. Das sieht auch ganz schick aus. Da kommt die Stahllieferung. Das heißt, hier haben wir auch ganz, ganz viele Züge, die hier hin und her fahren. Also das mag ich ja persönlich sehr, sehr gerne. Und dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall schauen, dass wir hier vielleicht nochmal einen weiteren Personenzug vielleicht noch irgendwo hinfahren lassen. Wir gucken mal. Wir könnten ja vielleicht noch eine Regionalbahn bauen, vielleicht nach Wuppertal rüber. Oder auch nach Solingen oder nach Essen. Eine Hochgeschwindigkeitszug. Und was wir auf jeden Fall machen müssten, wäre auf jeden Fall hier die Ölproduktion, die Ölraffinerie anzutreiben. Das heißt, hier haben wir genug Öl. Und können das Ganze dann auch rüberfahren. Chemnitz müssen wir auch nochmal anbauen. Das heißt, hier auch im östlichen geografischen Teil, ne, müssen wir Aue anschließen an Leipzig, vielleicht mit der S-Bahn. Und dann vielleicht über Chemnitz hier auch noch eine Regionalbahn und vielleicht auch noch nach Magdeburg. Müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, Leute, das war es erstmal wieder hier mit einer weiteren Folge, ja, von Transport Fever 2. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.